Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Randoms zum Format Team Tiny Randoms, eure Fragen, unsere Antworten. Hier das Initialvideo dazu und den passenden Hashtag, den findet ihr jeweils in der Titelleiste. Einfach mal draufklicken, findet ihr sämtliche Videos dazu, wo dieser Hashtag, dieser Kommentar zu benutzt wurde. Oder einmal hier die Playlist dazu. Da sind mittlerweile reichlich Beiträge drin. Heute kam eine Anfrage von SCOM88. Team Tiny Venoms, grüß dich, hätte mal eine Frage zu Neotele Insight, würde mir gerne eine kleine Gruppe von 5 Tieren zulegen, in Klammern, in einem 45er Würfel. Nun hört man von verschiedenen Seiten, die einen sagen, lassen sich super in Gruppen halten, wie bei Furis, andere sagen, nee, das geht schief. Kannst du mir da Tipps bzw. deine Meinung zu sagen? Vielen Dank. Ja, kann ich. Ich denke, kann ich, und das ist schon auch ein älteres Thema oder ein Thema, was immer wieder neu aufkommt, und da kann ich gerne Bezug drauf nehmen. Ja, es geht um Neotele Insight hier. Ein paar Fotos. An der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Monika. Monika ist neu in die Gruppe Team Tiny Venoms hinzugekommen und hat diese Fotos spendiert hier zum Einblenden, damit wir wissen, von welchem Tier wir reden. Ich besitze nämlich die Neotele Insight nicht. Ja, aber ein absolut schönes Tier und ebenso schöne Fotos. Monika, vielen Dank dafür. Es geht um die Gruppenhaltung dieser Tiere. Und ich weiß, dass das ein Wunschgedanke ist, der natürlich auch sehr schön ist. Viele kennen diese Fotos von, ich sag mal, Monocentropus bei Furi. Habe ich hier auch Videos dazu, 2 Stück, mehrere. Schaut einfach mal rein. Es macht Spaß natürlich, Tiere in der Gruppe zu beobachten, wenn das Ganze stressfrei abläuft. Und da sind wir schon bei diesem eigentlichen Thema. Läuft es denn tatsächlich stressfrei ab, wenn wir Neotele Insight zusammenhalten? Ja und nein. Ich glaube, bei deiner Anfrage, dir gar nicht gerecht werden zu können, um dir eine wirkliche Aussage geben zu können, zu sagen, hey, mach es so und du wirst eine Menge Spaß bei haben. Ich meine, habe ich zum Schluss doch, aber du wirst schon ahnen, in welche Richtung das geht. Was ist denn überhaupt eine Gruppenhaltung? Ich habe das in vergangenen Videos auch bei dem Monocentropus bei Furi schon tatsächlich auch mal in Frage gestellt. Was ist denn die Gruppenhaltung? Wer die Geschichte nicht kennt, schaut bitte die Videos hier auf dem Kanal. Da spreche ich darüber, dass die Dame aus Aschaffenburg, schöne Grüße auch noch, mich dazu quasi umüberredet hat, das Terrarium ganz anders zu strukturieren, nämlich fern von dem, wie es viele gesagt haben, hey, zwing die Tiere dazu, zusammensitzen zu müssen. Die hat gesagt, nein, mach das nicht, sondern mach es so. Erkläre ich alles in diesen Videos, schaut es euch einfach mal an. Und da ist die Frage, was ist denn eine Gruppenhaltung? Eine Gruppenhaltung ist doch tatsächlich das, unser Verständnis, oder das, wenn man es auch in den sozialen Medien einfach mal anschaut, denkt man sich so, okay, Leute, pass mal auf, viele Tiere in einem Raum zusammen, Leben zusammen ist eine Gruppenhaltung. Manche nennen das Kolonie, wie wir es so zum Beispiel von schwarzen Witwen kennen. Aber ist das ausreichend, dass das Ganze funktioniert? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ganze funktioniert nur, wenn man tatsächlich einen Bestand hat und pflegt, der auch gut miteinander zurechtkommt, ohne dass Stress hinterher passiert oder währenddessen. Stress macht sich bemerkbar, indem Tiere zum Beispiel aufeinandertreffen, erschrecken, sich gegenseitig einen auf die Mütze hauen oder im schlimmsten Fall auch gegenseitig verletzen oder töten, fressen, was auch immer. Das darf natürlich nicht sein. Ich hingegen würde sagen, ein nettes Beisammensein, ne? Hier mal als Beispiel Monocentropus bei Furi, die chillen da so zusammen, irgendwie total stressfrei, kriechen übereinander hinweg. Kein Problem, würde ich so bestehen lassen. Die Leute, die ich bisher getroffen habe, die Neotele Insight zusammengehalten haben, die sagen, ja, es funktioniert, kippt da aber eine Menge Futter rein. Wenn die Tiere soweit zufrieden, satt sind, dann funktioniert das. Und das ist der Punkt, wo ich sage, muss das wirklich so sein? Anscheinend muss es so sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe die Art früher mal gehalten und ich habe sie einzeln gehalten. Das wäre auch mein Appell an dich. Ich weiß nicht,
was dich dazu bewegen sollte, das wirklich zu machen. Wenn man jetzt mal alles auf die Waagschale schmeißt und sagt, okay, was habe ich denn letztendlich davon? Dann habe ich ein 45er Terrarium, was schön eingerichtet ist, schön verwinkelt, mit schönen Versteckmöglichkeiten. Muss dann aber auch zusehen, dass ich immer ausreichend Futter drin habe, damit halt nicht die hungrige Spinne die satte Spinne überfällt, ja, oder verletzt. Möchte man das? Also wirst du wahrscheinlich eher damit beschäftigt sein, tatsächlich stetig zu kontrollieren, ob noch alle Tiere da sind, ob das auch funktioniert, anstatt dich der eigentlichen Sache an dem Tier selbst zu erfreuen, nämlich zu kontrollieren, hey, was hat sie denn gebaut? Haben sie etwas verändert? Haben sie irgendwo gesponnen? Haben sie vielleicht irgendwo gegraben? Sind sie irgendwo geklettert? Haben sie gefressen? Was weiß ich? Wo haben sie ihren Müll abgelegt? Und solche Sachen. Du wirst permanent damit beschäftigt sein, ich kenne das von einer anderen Art, du wirst permanent damit beschäftigt sein, dir Sorgen zu machen, dich zu fragen, ob das Ganze noch funktioniert oder nicht. Und das finde ich etwas schade. Dafür sollte man so einen Raum nicht vergeben. Ich glaube, wenn du ein Tier für dich hast, ne, schönes Weibchen, schön herangewachsen, in so einem Terrarium toll eingerichtet, dann denke ich, hast du am meisten davon, anstatt zu sagen, hier, ich will jetzt 5 Tiere dazu haben. Wenn du es tatsächlich versuchst und es klappt auch, dann berichte doch mal gerne davon. Also ich mag dich von dem Vorhaben gar nicht abhalten, nur du wirst sehen, dass ich die beiden Antworten, die du bisher bekommen hast, sogar hier in dem Video vereine. Also wie gesagt, es kann funktionieren, macht es dich glücklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, du bist mit einem Tier zufriedener, wenn du es tatsächlich nicht schon bereits jetzt versucht hast oder in der Phase bist, es zu versuchen, dann dokumentier das doch gerne mal und lass es uns hier teilhaben. Schreib es hier drunter in die Kommentare oder Tiny Venoms Community schön mit ein paar Fotos dabei und lass uns teilhaben an deinen Erfahrungen. Ich persönlich an deiner Stelle würde mich, wenn ich mich für Neohotele Insei entscheiden würde, zum einzelnen Tier greifen. Einfach. Safety first. Ich hätte nichts davon. Ich habe hier eine Gruppe sitzen, das macht Spaß, die zu beobachten und das reicht mir. Ne? Also ich müsste jetzt auch nicht Monocentropus Balfouri in einer Gruppe halten. Ich weiß, dass das sehr gehypt ist und dass das sehr schön ist, das macht auch Spaß. Aber bevor ich auf die eine oder andere Art verzichten würde, würde ich eher auf Monocentropus Balfouri. Der Klassiker unter der Gruppenhaltung, sage ich mal, Jahre 2020 bis 2022 hat die sehr hoch gehabt. Tiere sind sehr gefragt, sind auch sehr hübsch, machen auch Spaß in der Pflege, sind sehr dankbar. Aber naja, die beiden jetzt zu vergleichen, ist auch ein bisschen fahrlässig von mir, aber es ist so dieser Klassiker dieser besagten Gruppenhaltung. Von daher würde ich mir gar keinen Kopf machen. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Lass es mich uns gerne wissen und ja, ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit Neohotele Insei. Also bis dahin, ich hoffe dir hier ein Stück weit weitergeholfen zu haben. Ich bedanke mich für deine nette Anfrage und auch an euch alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr bleibt wie immer bitte gesund. Ciao, ciao.